Mein Name ist Marianne Gassner und ich bin Leiterin der Filmkommission Region Stuttgart. Das ist ein Beratungszentrum, in dem alle Fragen für die Filmherstellung beantwortet werden. Man will den Leuten das Filmherstellen, die Location-Suche, die Personalsuche erleichtern. Es macht einfach Spaß, den Leuten zu sagen, dass wir vielfältige Location haben. Einerseits bietet sich Ludwigsburg natürlich mit seinen Barockschlössern hervorragend für historische Stoffe an. Aber auch für den Nichtfilmer bietet natürlich Ludwigsburg wunderschön. Es ist das große Residenzschloss, das Jagdschloss Favorite und das Seeschloss Monrepos. Ich bin einfach Cineastin und da ist für mich ganz wichtig ein gutes Kino. Mein Name ist Thomas Schad und ich bin künstlerischer Direktor der Filmakademie Baden-Württemberg. Die Arbeit an der Akademie mit den Angestellten und vor allen Dingen auch mit den Studenten und so am Puls zu sein von Filmen, die entstehen, an Kreativität teilzuhaben, sie mitzugestalten, das ist eine Arbeit, die kann eigentlich nur Spaß machen. Ich meine, Preise hat die Akademie ja eine ganze Reihe gekriegt, international den Studenten-Oscar, dann den Goldenen Leoparden, dazu kommen Short Tigers, ein Grimme-Preis war ja auch schon dabei. Also ich glaube, es gibt eigentlich in Deutschland so gut wie praktisch keinen Preis, den wir nicht schon mal irgendwann gekriegt haben. Und wir werden natürlich alles tun, dass dieses Qualitätssiegel auch weiterhin bestehen bleibt. Ich finde den Marktplatz wunderschön. Der hat was sehr Offenes, was Mediterranes. Und im Sommer, wenn man da abends hingeht, finde ich das sehr schön, dass dort eben alle Menschen gerne verweilen und man irgendwie einfach sich hinsetzen kann und mal außerhalb der Akademie sowas wie ein ganz normales Leben beobachten kann. Mein Umgang mit den Studenten ist natürlich vor allen Dingen dadurch geprägt, dass ich selber Filmstudent war. Insofern fühle ich mich von den Filmstudenten wahrscheinlich weniger weit entfernt, seelisch oder innerlich, wie sie das unter Umständen vermuten. Du vertrockneter Pferdehorn! Rat mal, wen du vor dir hast, du Kröte! Ah, Moment, nix, nix, Kröte, nix, Schwätze, gleich kommt raus, Kose, wie Rakete, wie ein Freiz, liegt mir auf den Zungen, warte mal, ach, ich spür schon, ich schmeck schon, es prickelt schon, gleich hab ich's, warte, bist du der James, der Django, der Slim, der Gringo, der Karl-Heinz, warte mal. Ich bin John G.G. Tucker und ich werde jetzt deinen verbauten Kopf vom Leib reißen. Ach, du liebe Scheiße, du bist, wie heißt du nochmal? Ich bin Catalina Flores und studiere Regie Dokumentarfilme jetzt in der Filmakademie. Mein großer Traum, das war Dokumentarfilm studieren oder Film studieren überhaupt. Jetzt lasse ich alles. Meine Familie bleibt in Kolumbien, meine ganzen Freunde und ich habe gesagt, so ja, jetzt gehe ich mal 4 Jahre dahin. Egal wie verrückt es klingt oder wie unmöglich das zu machen ist. Man kann echt jede Idee entwickeln und man findet immer eine Unterstützung. Und das finde ich extrem schön in der Filmakademie. Es ist so ein Insel mit so vielen verschiedenen Leuten und da passiert so viel, dass so eine kleine Stadt so viele Leute von so vielen Orten ruft. Das finde ich sehr toll. Ich glaube, dass wenn ich weg von Ludwigsburg gehe, dass ich vermissen würde, sind die Leute, die ich studiert habe. Ich habe einen Film in Kolumbien gedreht. Der Film heißt Barrio Pablo Escobar. Und es ist ein Film über ein illegales Viertel in Medellin.
Mein Name ist Gert-René Neib, bin begeisterter Golfer. Meine Berufsfunktion ist Geschäftsführer des Film- und Medienzentrums. Das Film- und Medienzentrum ist der Zusammenschluss von Firmen aus den Bereichen Film, Werbung und neue Medien unter einem Dach. Sie können quasi den Film von A bis Z hier in Synergieform gestalten. Wir haben ein vitales Netzwerk, was Sie über den Gang nutzen können. Man sieht sich, man freut sich, man kennt sich und kommuniziert. Das Zentrum wäre nicht das Zentrum, wenn es nicht die Menschen, die Partner sind, weil die Firmen, die sich hier im Zentrum ansiedeln, sehe ich nicht nur als Mieter, sondern die sehe ich als Partner, die das Zentrum mit Leben füllen. Und das ist für mich wichtig. Hier gibt es Werbeagenturen, Filmproduktion, Kameraverleih, Filmmusik, Zeichentrick, Postproduktion. Und in Ludwigsburg sind weitere zahlreiche Firmen, die dieses Spektrum ergänzen. Also der Begriff Ludwigsburg steht für Film. Punkt.